Regiosport wird Ihnen präsentiert von Nur die beste Qualität, von der Beratung bis zum Service. Jetzt neu, Kerli und Vitra mit dem Staubsauger. Alles aus einer Hand. Wagner Haushaltgerät in Brattelen. Sehr wichtig für mich ist einfach Wertschätzung für das, was man macht. Weil eben, man steckt viel Zeit rein, man ist oft da, man gibt Einsatz und alles. Und einfach, dass das nicht untergeht. Ich weiss, es ist sportlich, also es ist ein Sport und nachher auch ein Geschäftsmodell in dem Sinn. Aber trotzdem ist ja viel, es ist ja eine menschliche Beziehung und alles. Und das ist auch wichtig für mich, dass das nicht untergeht auch. Der 20-jährige Muttenzer Dennis Fasnacht spielt seit seinem 9. Altersjahr Basketball, besucht die Sportklasse am Gym Lierschl und gehört zum Nationalteam von Starwings Basket Regio Basel. Bei den Starwings ist er auch noch Trainer von der U14 und steht damit pro Woche rund 15 Stunden in der Halle, Spiel und Reisen nicht eingerechnet. Aber ich sag mal, ich mache es ja gern. Von dem her ist es eigentlich ein Vergnügen, meistens. Logisch, es gibt immer Tage, wo es einem nicht so passt, aber dort muss man einfach diszipliniert bleiben. Und schlussendlich eben, im Großen und Ganzen bin ich eigentlich dankbar, dass ich das machen darf, in diesem Umfang. Was macht für ihn Basketball aus? Sicher der Teamsport dahinter, der gefällt mir. Und auch einfach, es ist so facettenreich. Also man kann so viel machen. Man kann sich immer verbessern, immer etwas Neues lernen und das finde ich einfach toll. Als Regionaler ist auch bei den Starwings so etwas wie der Exot. Natürlich cool, weil ich sag mal, wenn ich hier, oder gut, die anderen von der Mannschaft kennen viele Leute mittlerweile auch, aber ich kenne schon noch sehr viel mehr in der Basketballregion, also in der Basketballszene in der Region. Nachher hat man an jedem Ecke jemanden, wo man damit reden kann und wo einen immer auch interessieren oder wo sich für mich auch interessieren. So. Und sonst ist es natürlich cool, weil ich kenne gewisse Orte, kann auch mal etwas zeigen oder so. Aber sonst ist es eigentlich nicht gross anders. Ich bin einfach Teil des Teams wie die alle anderen auch. Ich habe sie natürlich probiert, an den Morgenstreich zu bekommen. Sie sind aber nicht sehr viel mitgekommen. Das war schade und nachher sonst Fasnacht, das war aber cool. Also sie haben es genossen, die Amerikaner hatten ein paar coole Blicke. Wir sind gucken gestern oben, oder am Dienstag oben. Und das haben sie lustig gefunden. Also es war wirklich eine Erfahrung für sie, glaube ich. Wünscht er sich manchmal mehr Spielzeit? Logisch, in einer perfekten Welt wäre es immer schön. Aber ich bin realistisch dadurch im Sinn von, meine Zeit kommt noch, ich bin noch jung. Das wird sicher besser. Ich muss mich auch noch viel verbessern, für das es halt für mich reicht. Und was ich auch wichtig finde, ist, im Team kann nicht jeder immer spielen, oder? Sondern jeder muss seine Rolle übernehmen. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Rolle, die ich habe diese Saison. Von dem her, ich habe mich eigentlich noch nie beschwert wegen Spielzeit oder so. Ist auch noch nie für mich irgendwie ein Kriterium, ich komme nur dran, wenn ich spiele. Für mich ist anderes Zeug, das viel wichtiger ist. Und Spielzeit ist dann wie ein schönes Extra. Die sportliche Situation der Starwings ist aktuell nicht ganz einfach. Das Team hat in den letzten Wochen viel Verletzungspech gehabt und kämpft noch um einen Playoff-Platz. In diesen Tagen ist der 29-jährige und 2,03 Meter grosse Amerikaner Tarik Hay Andrew Edogi verpflichtet worden. Und er hat sich im Training bereits sehr gut gemacht. Also jetzt am Morgen ist eigentlich vor allem Wurftraining angesagt. Das heisst, wir werden zu zweit oder zu dritt zusammengehen, möglichst viele Repetitionen machen, am Wurf arbeiten, für verschiedene Orte, wo man möglichst auch im Spiel wirft. Also logisch einwärmen ist vielleicht ein bisschen statischer und nachher bewegt man sich ein bisschen. Das sind die nächsten Ziele von Dennis Fasnacht. Mit den Starwings sicher gute Basketball spielen, gerne die Halle mal füllen oder immer wie mehr füllen, dass man es interessant macht für die Fans und dann natürlich, dass man auch gewinnt. Es ist vielleicht mehr ein bisschen Träumchen als ein Ziel, weil schlussendlich muss man immer realistisch sein, aber Schweizer Meister wäre immer schön. Nicht jetzt, aber in Zukunft vielleicht. Und persönlich, ich will einfach der beste Basketballspieler sein, den ich mal werden kann. Mich entsprechend fortbilden oder
entsprechend an mir arbeiten, dass ich so gut sein kann, wie mein Potenzial quasi zulässt. Der Dennis Fasnacht träumt von einem Platz in der Schweizer Nationalmannschaft, aber frühestens in ein paar Jahren. Übrigens, reich wird man nicht als Nationalbasketballer. Es ist ein Nebenverdienst. Also für mich als Schüler ist es jetzt super, oder? Es ist ein Hobby, wo ich ein bisschen etwas verdiene damit. Aber man macht es nicht wegen dem Geld, sondern wegen der Liebe zum Sport. Und eben von dem her muss man es auch umso mehr schätzen eigentlich. Weil schlussendlich hat es keinen finanziellen Aspekt, der einen haltet, oder? Es ist einfach pure Liebe zum Basketball und zu den Personen rundherum. Regiosport wird Ihnen präsentiert von Nur die beste Qualität, von der Beratung bis zum Service. Jetzt neu, Kerle und Vitra mit der Staubsauger. Alles aus einer Hand. Wagner Haushaltgerät in Brattelen.